Hallo zusammen, ich hoffe, Ihnen geht's gut. Heute reisen wir vom Ärmelkanal über Argentinien bis nach Laos. Herzlich willkommen bei Stadtland Kunst. Viele von Ihnen schreiben uns und manche Briefe kommen von sehr weit her, wie dieser hier aus Laos. Das Papier stammt vom Papiermaulbeerbaum. Die Briefmarke ist ein Gemälde des französischen Malers Marc Le Guay. Er hat 40 Jahre in Laos verbracht und die ruhige Atmosphäre des Landes so gut eingefangen, dass er fast so etwas wie der offizielle Maler des Landes wurde. Doch das ruhige Laos hat auch eine mysteriöse Seite. Im Zentrum des Landes haben Archäologen tausende riesige Tonkrüge gefunden. Kaum zu glauben, doch niemand weiß, wozu sie gedient haben. Am Ufer des Ärmelkanals wird es jetzt sportlich. Bei durchschnittlich 16 Grad Wassertemperatur im Sommer regt das Meer hier kräftig die Durchblutung an. In Wimereux haben diese erfrischenden Bäder eine lange Tradition. Allein gegen alle. So lässt sich unsere kuriose Geschichte zusammenfassen. In Buenos Aires lernen wir eine extrem mutige Frau kennen, der viele Frauen in Argentinien zu Dank verpflichtet sind. Die zweite Staffel dieser Telenovela ist für 2021 geplant. Damit verabschieden wir uns. In der Arte Mediathek können Sie Ihre Reise aber fortsetzen. Bis morgen. Hasta luego. Bis bald.